Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir übertragen für Sie ein Hinspiel aus diesem Wettbewerb. PAOK Saloniki gegen Sporting. Das Hinspiel und der Druck ist natürlich auf beiden Seiten groß. Ein Fehler kann den Ausschlag geben und da will sich keiner eine Schwäche erlauben. Du musst von Anfang an Topleistung bringen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Schauen wir mal kurz auf die Aufstellung von Sporting Lissabon. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Jetzt der Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt haben sie den Ball. Toller Pass. Kann er was draus machen? Was für eine Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Die Ecke kommt rein. Da können Sie klären. Sie müssen konzentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ist hier immer noch am Ball. Da ist die Flanke. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Gute Aktion. Dost. Schöne Aktion. Das war knapp. Bruno Fernandes. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Das sieht vielversprechend aus. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Da verlieren sie den Ball. Schöner Pass. Sieht gefährlich aus. Bringt den Ball jetzt in die Mitte.
Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein schönes Tor, das sehen wir hier nochmal. Einerseits trifft er den Ball klasse, aber auch die Hereingabe ist richtig gut. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Bas Dost. Bas Dost. Bruno Fernandes. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Bruno Fernandes. Ballverlust. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Hey, das ist schwach, Zuspiel kommt nicht an. Ja, mit viel Übersicht. Steil gespielt. Erst gehalten und dann Pfosten. Bruno Fernandes. Unaufhaltsam. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Coates. Stefan Ristowski. Bruno Fernandes. Dost. Er ist frei, da kann was draus werden. Kein Tor. Ja, da müssen sie mehr draus machen. War eine richtig gute Chance. Nachspielzeit sind 3 Minuten. So, Platz für die Flanke. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Acuña. Jetzt kann er flanken. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Und da ist der Ball wieder weg. Acuña. Bas Dost. Das könnte die Chance werden. Gefährlich. Marcos Acuña. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Jetzt der Ballverlust. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Guter Vorstoß, kann was werden. Da ist die Chance für die Flanke. Bastos! Die Führung also jetzt und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so, sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Stoch. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Super dazwischen gegangen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Lange Flanke jetzt. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Tolles Tor per Volley. Das war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion. Hier nochmal dieser Treffer. Weiter unentschieden in diesem Spiel. Jetzt könnte aber Bewegung reinkommen. Es gibt eine Auswechslung. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Da kommt der Pass. Die Riesenchance. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. Das Tor kommt jetzt doch ein bisschen überraschend. Für mich jedenfalls. Ja, sie war bisher klar unterlegen. Aber wer weiß, so ein Spiel kann sich ja schnell drehen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Stefan Ristowski. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Wendell. Bastos. Gefährlich! Er lässt den Gegner stehen. Bastos.
So, geht jetzt noch was. Schaffen Sie hier sogar den Sieg? Also möglich ist das. Sie sind im Moment deutlich überlegen. Und der Ausgleich. Wahnsinn, das war die richtige Antwort. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Wir schauen an die Seitenlinie. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Was macht er draus? Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Akpom! Wichtig! Den Ball hat er sicher. Super Pass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Bruno Fernandes. Wendell. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Natürlich rechnen sich die Jetzt ist der Platz da. Akpom! Dieses Tor stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Also damit hätte ich nie und nimmer gerechnet, mit diesem Tor. Der Keeper hat ihn fast, aber ja, eben nur fast. Und er ärgert sich, um ein Haar hätte er den gehalten. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Die Gastgeber dürfen jubeln. Sieg im Hinspiel. Das war's in dieser Partie. Und fürs Rückspiel bedeutet das was, Buschi? Ja, ein leichter Vorteil für das Rückspiel. Sie können, wenn sie so weitermachen, guter Dinge sein. Es wird ihnen Selbstvertrauen geben. Das Weiterkommen ist in Sichtweite. Aber wichtig wird natürlich sein, den Fokus zu behalten. Dann kann es klappen.